Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben Maps gemacht, jetzt wollen wir Arenas machen. Wir haben jetzt gerade hier schlechte Rolls, also machen wir kurz Arena. Jo, im letzten Part habe ich ein bisschen erzählt, dass ich jetzt News habe auf meinem Discord-Kanal. Und, also News habe ich schon länger, aber mehrere News. Und ich habe noch Ideen und Wünsche und Ideen. Ja, so. Und da könnt ihr gerne hinschreiben, wenn ihr irgendwas, ein Projekt besser, also mehr wollt. Oder, ja, dass ich mal Livestream oder so Sachen. Weil ich habe jetzt momentan, oh, das muss ich direkt mitnehmen. Ich habe jetzt einfach momentan das Problem, dass manche Leute da wahrscheinlich ein bisschen weniger zuschauen mich, weil jetzt einfach andere Projekte kommen, weil ich ja Last Epoch am meisten Aufrufe habe auf YouTube. Ihr dürft gerne auf meinen Twitch-Kanal gehen, twitch.tv/dragobasler zusammengeschrieben, um dort ja, mir ein bisschen zuzuschauen, weil ich mache ja gute, von guten Spielen Let's Plays, momentan Minecraft und GTA. Aber wenn Last Epoch wirklich kommen soll, bitte sagen, weil ich habe einfach Kollegen, die wollen das haben, machen. Und da kann ich jetzt nicht unbedingt immer die Zeit haben oder die Kraft haben, da jo, auch noch Last Epoch zu livestreamen, weil ich ja das als Videoform auch schon mache. Es ist nur so, ich möchte gerne andere Sachen livestreamen, als ich Let's Playe. Aber eben wenn halt wirklich die Fanwünsche so auch noch Livestream zu machen geht, bin ich natürlich schon, ja, möchte ich natürlich schon weniger mit meinen Kollegen machen, mit meinen Mitspielen machen, also mehr dann auch alleine mit euch, für euch live zu streamen. Ja, Gegner sind sehr schnell in dieser Arena, also es gibt immer Wellen, also das ist jetzt Welle 5. Glaube ich, bei Level 10 gibt es eine Pause, da könnt ihr Items aus Kisten befreien. Ich sag halt mal, weil das neue ist, nicht aus Schatz zu uns, sondern aus Kisten. Wow. Jo, jetzt, also ab 5. All 5 gibt es. Okay. Wieso kann ich die nicht angreifen? Hallo? Ich habe hier ausgewählt, ich kann Kisten zerstören. Also kann ich die nicht angreifen, liebe Entwickler. Das ist natürlich wieder eine doofe, ein doofes Feature, ey. Dass sie einfach noch nicht implementiert haben, dieses Feature. Ist leider zu schwach, zu hohlevelig. Was? Minion? Physical Damage. So, geht mal bitte weg, damit ich auch sehe, ob es irgendwo noch ein True-Ding geht. Liebe Minions, ihr seid immer so ein bisschen falsch platziert. Hä? Was macht eigentlich dieser Mensch? Ah, einfach einen Job. Sieht nicht wie ein Merchant aus, deshalb habe ich das nicht gerade gecheckt. Ja, ja, noch ein. Komm schon, Konzentration ist gerade wieder nicht so gut. So. Das hat sich auch verändert im letzten Patch scheinbar. Was da steht. Weil eigentlich konnte man ja immer direkt wählen sofort, ob man jetzt weitermachen will oder weggehen muss. Und jetzt steht auch noch, dass man Loot nehmen soll, weil man stirbt, bekommt man den extra Loot dann nicht mehr über. Also muss ich mich jetzt gerade konzentrieren. Nein, bitte nicht solche Gegner. Jetzt ist gerade die Performance ein bisschen schlecht. Nur wegen diesen Monstern. Okay, die habe ich besiegt, die oben wurde danach besiegt. Aber Minions, ihr müsst mitkommen. Mann, das ist das nervigste Element eines Necromancers. Und kommt einfach, die Minions kommen nicht mit. Das muss endlich gefixt werden. Liebe Entwickler. Also immer am Anfang einer Arena war es am besten auf die Seite gehen. Entweder links, rechts, oben oder unten. Sonst
deshalb die Asminian Master hat das Problem, dass die zu sehr gesplittet werden. Okay, geschafft. Ging schneller als das andere. Nein, ich will nicht fertig. Das andere. Was ist das Beste gegen diese Ding? Harvest, hä? Wenn man sie hier direkt treffen kann. Okay. Das ist nichts. Ein Schrein? Lol. Gehen wir gleich zum Schrein. ja, Squid Chance. Ja, die Taktik muss ich noch ein bisschen rausfinden. Ja, jetzt kann ich nicht so starke Monster kommen, leider. Nicht sterben, Skeletons. Das sind aber nur die normalen Skeletons gut. Help me! Ich werde auf Erde verfolgt. Schnell sind sie tot. Wenn sie einfach nicht priorisiert werden, dann verfolgen sie mich. Okay, das sind viele Gegner. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist schon hoch, also dass die Gegner viel zu viel aushalten. 56, sehr schön. Dole, dole, dole. Dole, dole, dole. Also ihr dürft gerne erwähnen, wie oft ich Arenen machen soll und wie viele Maps, aber ich denke, Arenen werden dann irgendwann mal ein bisschen zu schwer sein. Dann kann man halt einfach nicht mehr Arenen sein. Also Parts, wo ich Arenen mache, mache ich natürlich immer wieder dann, auch wenn ich dann sterbe. Hey, hallo, ich habe gewechselt. Aha, wegen der Kiste konnte ich wieder nicht wechseln. Das könnt ihr sehen. Ja. Aufräumen, lieber Entwickler. Das Spiel macht so viel Spaß, aber so Sachen nerven halt einfach. Das Game schlecht ist von mir aus. Sondern eher, dass es halt einfach nervig ist, wenn so Sachen in einem guten Spiel sind, dann sind sie auffällig, die schlechten Sachen. Das ist das größte Problem, das ich eigentlich besitze. Ja gut, jetzt habe ich das auf Necrotic Damage gemacht und jetzt kann ich nicht. Ja. Okay. Weil ich keine Punkte. Ich kann keine Punkte irgendwo investieren. Aber jetzt ist es auf Level 20. Jetzt nervt es nicht mehr. Schrein ist jetzt aufgebraucht. Oder resettet es sich nicht mehr? Also einen mache ich noch und dann brechen wir ab. Ja, noch einen und dann brechen wir ab. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Okay, sie wurde resettet, die Arena. Sehr gut. Das ist die gleiche Problem. Ja, ich muss andere Minions auch irgendwie stärker machen. Jetzt momentan kleben die da oben und töten nichts. Die Rides und so, die sind da unten. Das ist nicht so toll. Solche Probleme hatten man bei Puffo Hexal halt nicht mehr. Das ist schon immer nicht. Und diese Entwickler haben halt einfach Probleme bei solchen Sachen. Muss man leider noch ein bisschen aushalten. Ja, aber der Entwickler wird ja auch wieder größer und geht's schneller. Das kann den wieder wechseln natürlich. Okay, der Golem ist glaube ich auch Level 20, oder? Oh, endlich ist er tot, ey. Okay, wir haben keine Minions mehr. Okay, jetzt wird's zu schwer. Jetzt müssen wir noch ein paar Maps machen. Leider. Ja, und sie kosten zu viel Mana, hä? Zum wieder beschwören. Ging das recht schnell. Ich habe gedacht, ich kann einen ganzen Part füllen mit Arenas. Scheinbar geht es
einfach zu schnell. Eine Arena, denke ich so, die Gegner kommen aus einem Ort raus, aber scheinbar ja, muss in jedem Spiel, da die Gegner von unterschiedlichen Seiten gehen, dass es schwerer ist und dann sind die Minion Masters wieder ein bisschen im Nachteil. Komisch. So. Also, dann müssen wir jetzt aufhören. Also, sonst wird es zu schwer für die Minions. Und dann ist, ja, bin ich natürlich auch tot. Ja, okay, aber erzählt doch uns nicht immer so viel, dass es das selbsterklärend sein. Ich mag Spiele nicht, wo rund um die Uhr uns irgendwas vor die Ohren halten, also irgendwas erklären. Weil es einfach störend ist, wenn man das alles schon weiß. Man sollte irgendwo ein Gebiet haben, wo alles Tutorial ist und fertig. Nicht mehr diese blöden News. Jedes Mal, wenn ich in Path of Exile einen Charakter erstelle, kommen diese scheiß News und die muss man ausmachen in einem kleinen, winzigen Knopf unten rechts. Bei Last Epoch genau das gleiche, da kann man es aber noch nicht ausschalten. Ich möchte Tutorials nicht lesen, wenn ich es schon weiß. Ah, versteht doch das endlich. Okay, da können wir, das können wir gebrauchen, aber das haben wir glaube ich schon irgendwo auf dem Muli, aber deshalb trotzdem noch was einsammeln. Das wäre auch nicht schlecht, aber okay, weil so viel Minion Dodge Shedding ist. Das ist einfach, ja, auf Schulen muss das nicht sein. Nur zum Kräften, zum Kaputtkräften nützlich. Aber das finden wir sicher dann immer wieder. Okay, dann Reset Arena, also Leaf Arena. Arena verlassen. So, da. Ja, wir brauchen endlich eben passende Items, weil sonst haben wir da nicht immer so einen Fortschritt. Noch 2 Punkte. Okay, lieber ein Armor für die Minions. Weil sonst halten die nie so viel aus und dann ist auch tot. So. Golem. Dann nächstes Map. Ja. Ja, hat sich nicht verändert. Ja, cool, wow, danke schön. Ist es jetzt nur noch 6 und 7? 13. Ach komm, mach doch mal vorwärts. Blöde Ladebildschirm. 16. Ja, gut. Ja, danke, dass es wieder Bären gibt in einer Map. Danke für die Abwechslung. Die sind mir aber ein bisschen zu zäh. Ja, ich brauche irgendwie Fire Penetration, aber auf Minion Master kann man keinen Fire Penetration. Die Entwickler haben das nicht eingefügt, weil sie es nicht wussten. Ja, vergessen haben. Jo, jetzt ist es gerade halt einfach ein bisschen nervig, dass so Sachen nicht da sind. Ich würde schon gerne halt diese Features schon drin haben in diesem schönen Game. Naja, mögen halt. Ja, es betrifft halt einem so sehr, oder? Wenn man spielen und dann so nervige Sachen noch drin hat oder noch nicht drin hat, interessante Sachen, dann ist man halt ein bisschen genervt ab und zu. Aber dafür, das heißt auch, dass man es lieber hat, das Game. Nicht. Hate ist ja, wenn man etwas hasst. Also, dann hat man das Game nicht gerne. Aber das, was ich halt mal ab und zu
Hat irgendwie das Sage, weil es mich eben auch anspricht, ist eine Sache, die einfach noch besser sein muss. Und das geht mir langsam auch selber ein bisschen auf den Keks, weil ich einfach jetzt wieder genervt bin, oder? Also auf die Nerven schlagen, dass so wichtige Features noch nicht drin sind in diesem Game. Wieso? Wieso sind solche Features, die unbedingt in jedem Game drin sein sollen, die Action-Rollenspiel Hack'n'Slay sind, wieso, ja, sind diese Features in Last Epoch noch nicht drin? Oder einfach noch nicht gut designt? Liebe Entwickler, seid einfach ein bisschen hinterherhinkend. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen schaffen, die endlich einzubauen. Ihr müsst auch ein bisschen mehr lernen, hä? Ich sag so, die Entwickler wissen gar nicht so ungefähr, wie Unity funktioniert. Also zu wenig halt. Deshalb haben sie viele Features einfach eine Blockade, die sie nicht lösen können, weil sie nicht wissen, wie. Und das ist genau die Sache, die mich nervt und deshalb auch manchmal so ein bisschen recht genervt bin beim Spielen. Aber dafür sind andere Sachen sehr gut. Deshalb habe ich so viel Spaß, deshalb mache ich das Projekt so lange. Schon so lange. Und ja, da ist halt jeder Fan halt auch ein bisschen nicht so glücklich, eventuell, wenn ich ein bisschen kritisiere. Aber so wird halt ein Game nicht besser. So können Fans eigentlich immer wieder recht gut erklären dem Entwickler, was nicht geht oder was nicht so gut ist, oder? Das ist zu schwach. Jo, das ist halt einfach. Es gibt zwei, also es gibt sehr, sehr viel mehr Arten wahrscheinlich, aber zwei Richtungen. Eines ist, ich hab gar nicht drauf geklickt und hab's rerollt. Das ist schwer. Ja. Es wird langsam zu schwer. Ich muss also wieder mal resetten. Sonst kommen wir einfach wegen den verschiedenen Bonis und so nicht mehr so gut weiter. Also. Ja, das bedingt. Ich kann nicht immer so mega viel Damage kassieren und so. Es wird einfach zu schwer nach einiger Zeit. Man muss dann wieder resetten. Leider muss man das. Ich liebe jetzt einfach Sacred 2, weil es eine richtige Story gibt. Also es ist nicht alles Grinding im Endgame. Es gibt einfach die Story, die einfach recht gut ist. Und ja, toll, Physical Spell, Critical Strike. Ach Gott, nehme ich es mit. Dass ich einfach bei Sacred 2 einfach viel glücklicher bin, wenn ich einfach in der Kampagne bin. Und hier halt nicht so glücklich bin, weil es die Kampagne einfach nicht so lange gibt. Im Endgame jetzt einfach langsam ein bisschen genervt bin, dass ich alles immer wiederholen muss. Immer ständig mappen, Arena, das ist mir schon zu langweilig. Ich habe das Gefühl. Also es ist einfach immer noch das Gleiche. Ich habe jetzt längere Zeit nicht gemappt und nicht gearenet. Und ich fände es einfach jetzt momentan hat wieder wegen der momentanen Wiederholung von der Wiederholung wieder ein bisschen langweiliger. Also es ist einfach immer Monster kloppen und ja, Kisten öffnen. Und ja, mit dem Fässer öffnen. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so etwas, was ein Verwöhnter machen will, immer wieder. Aber die Entwickler wollen einfach das ständige Gegrinde einbauen, weil es leichter zu designen ist. Aber mal ein bisschen Mühe machen. Ja, gut. Das muss stark sein. Stark bleiben. Das ist echt gut, ein allgemeines Schild.
Es gibt Schädel, die haben extrem hohe Blockchance. Aber die sind so ultra selten. Das ist Wahnsinn. Liebe Kretas Cooldown, nicht, dass alles wieder zugespammt wird von den Cybern. Ah, Wahnsinn. Ah. Ich finde, ich kann gar nicht so viel Last Epoch zocken, weil es mir dann immer wieder ein bisschen auf den Keks geht. Aber es ist eben schon ein echt geiles Action-Run-Spiel. Moos hat noch viel getan. Also für viele ist es ja eigentlich blöd, dass es keine deutsche Version gibt. Für viele, die spielen nicht so gerne, weil es vielleicht ein bisschen zu schwer ist manchmal oder zu leicht. Da gibt es ja andere Leute, die nerven sich halt, aber spielen trotzdem wie ich. Und eigentlich will ich ja unbedingt Ziele erreichen, wie zum Beispiel ja, die zwei Set-Teile zu bekommen von diesem Set hier. Das heißt einfach Peppless Set wahrscheinlich. Aber steht nicht, wie das Set heißt. Nur das Item, wie das Item heißt, steht. Ja, und das möchte ich natürlich ja noch erreichen, deshalb bin ich sehr kräftig. Nur langsam. Oh Gott, ich wollte nicht rein da. Dass ich da irgendwie ja immer auch wieder zu Problemen stoße und dann ein bisschen genervt bin. Wie zum Beispiel die Steuerung, die komplett anders ist als bei Path of Exile. Ich bin's doch an Path of Exile gewöhnt, wie ich hier drücke. Ja, es ist nicht viel anders, aber doch ein paar Sachen sind anders. Also QW ist gleich und die Tränke auf 1. Aber wenn ich die 2 oder die W drücke, weil bei vielen anderen Games die QWR-Tasten für die Tränke sind, dann ist das doof. Ich merke gerade, Path of Exile und Last Epoch sind eigentlich relativ gleich. Also Last Epoch kopiert hat sehr viel von Path of Exile. Weil Path of Exile früher dran war, draußen war. Und da verstehe ich schon, dass es mich einfach auch immer wieder ablenkt. Oh, jetzt muss ich den Knopf drücken für die Heiltränke. Dann den Knopf. Und in diesem Game wieder den Knopf. Wieso es nicht einfach geregelt, staatlich geregelt, welcher Knopf welcher sein muss. Ja, die Entwickler halt eigene Köpfe haben. Was ist es besser finden, wenn das ist. Dieser Knopf ist das. Aber ich merke, ich habe jetzt Minecraft gespielt, jetzt verstehe ich wieder nicht, welcher Heilknopf. Ja, welcher ist. Und hier gibt es halt nur einen Heilknopf, dann kann man schon wieder da eben klicken. Ah, jetzt ist viel zu schlimm gerade im Haus. Ja, bald habe ich wahrscheinlich eine neue Wohnung und dann geht es viel besser mit dem Asthma. Es geht einfach nicht so mega in einem Wald zu wohnen. Also hinter unserem Hochhaus ist ein Wald. Vordran sind mega viele Bäume, wo ich allergisch bin. Auf den Wiesen blühen genau die Gräser, vor allem wo ich noch allergisch bin. Dann einfach dieses schlechte Durchlüftungs... Ja, dass man so schlecht einfach die Räume durchlüften kann, weil es einfach drin bleibt, drin stecken bleibt. Die Luft, die Pollen und so, oder einfach reinkommen ständig, wenn ich auch offen habe, ist schon ein bisschen doof. Probleme über Probleme. Wenn man Allergiker ist. Okay. 24. Eben das mit dem Wechseln oder Anzeigen, also raustappen und so, dass ihr den Hintergrund seid, wird jetzt mit dem Bildschirm dann aufhören. Das ist dann das Ende von diesem blöden Tappen, dass ich sehe, wie lange. Oh, Broadcaster, wieso kann das Ingame nicht angezeigt werden für mich? Wieso gibt es kein Aufnahmeprogramm mehr,
wo irgendwo ein Overlay hat. Oder wieso gibt es auf Twitch oder bei YouTube immer noch keine Overlays, wo man den Chat in-game sehen kann, wenn man nur einen Bildschirm hat? Das sind Sachen, die eigentlich schon lange von den Entwicklern irgendwo mal gemacht werden müsste, aber nie gemacht wird. Das ist doof. Das ist echt doof. Also das sind Sachen, die ich unbedingt brauche. Ja, jetzt haben wir noch eine CRM-App. Wird der Part wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern müssen. Aber ich will euch jetzt nicht einfach einen kürzeren Part machen. Okay, die Gegner. Okay, ich bin sowieso tot. Was ist denn das wieder für ein Angriff gewesen? Wieso macht das so viel Damage? Was war das? Es war unsichtbar. Also ich habe nichts gesehen, wo ich getroffen wurde. Okay, dann ist der Part leider jetzt schon wieder beendet. Das Spiel will so. Finde ich einfach doof. Finde ich extrem doof, dass das Spiel nicht balanciert ist. Also, dass das Spiel extremst so nicht balanciert ist. Das unsichtbare Spells, weil sie keine Optik haben, weil die Entwickler zu faul sind. One-Hitten oder Two-Hitten, das waren, glaube ich, zwei Schläge, die sofort kamen. So viel Damage gemacht haben, dass ich mit 500 Leben fast und ja, einer recht guten Verteidigung, ja, also nicht ganz, aber das liegt an dem Ereignis, dass ich die noch nicht gefunden habe. Es könnte zum Beispiel Lightning oder Poison gewesen sein, aber es ist wahrscheinlich eher Armor oder Void und beide habe ich ja ziemlich, also ja, also auch relativ klein. Aber wieso muss man dann überall 100% oder 150% stehen haben? Keine Ahnung. Oh, Intelligenz habe ich schon viele. Minion Stats ist schon recht hoch. Das hat erst 14%. Aber eventuell muss ich ja zuvor immer noch ein bisschen anders machen, weil ich keine Items finde, die die Crit-Chance erhöht, außer Physical Crit-Chance. Also eventuell ist der Bild halt noch nicht so gut, weil ich einfach nicht auf andere Sachen gehe, weil ich das eigentlich will, auf Crit-Chance zu haben, was mir mal empfohlen wurde von einem anderen YouTuber. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht. Wenn ihr es wisst, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich habe hier alles gesehen. Also ich werde hier alles machen. Ihr seht, Inquisit Minion Critical Strike habe ich jetzt bald auf 10. Noch dreimal. Und hier ist ja Health und so. Ja. Sollte eigentlich schon stärker werden, das Crit-Chance, aber 14%. Und sieht es halt nicht bei einem einzelnen Pet. Ist noch ein bisschen schwach. Oh ja, das ist noch nicht ausbalanciert. Ich weiß es. Gut, bis zum nächsten Mal. Und ja. Dankeschön. Bis zusehen. Tschüss.